Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es gibt ja kaum eine Sportart, die ernster genommen wird als Fußball, wo die Emotionen so hochkochen, wo mit einer Verbissenheit ein Spiel bestritten wird, ein Spiel angeschaut wird, ein Spiel, und das eigentlich ja keinen Sinn macht, denn die Welt ändert sich dadurch ja nicht, dass ein Ball in das eine oder in das andere Tor kommt. Es gibt nur eine Sportart, bei der es noch schlimmer ist. Und zwar ist das das Hotdog-Wettessen. Denn das Hotdog-Wettessen hat jetzt dieses Wochenende zu einem Eklat gesorgt. Es gibt die ewigen Rivalen, den kleinen Japaner Takeru Kobayashi, der normalerweise immer gewinnt, und den US-Amerikaner Joey Chestnut, der normalerweise immer auf dem zweiten Platz landet. Und es ist ein ewiger Zweikampf, wer von diesen beiden mehr Würstchen verspeist. 68 Würstchen hat der Amerikaner letztes Jahr verspeist, oder der Japaner, was weiß ich. Jetzt war es so, letztes Jahr ist der Japaner nicht angetreten. Und anscheinend hat er es sich dann plötzlich anders überlegt und ist nach der Veranstaltung auf die Bühne gestürmt und wollte offensichtlich doch mitmachen. Und die Zuschauer haben gebrüllt: Lasst ihn essen! Lasst ihn essen! Aber Polizisten haben ihn in Handschellen abgeführt, weil der Hintergrund war nämlich, dass es gibt nämlich einen Verband der Wettesser. Ein Verband der Wettesser. Und mit dem hatte Kobayashi Streit um den Vertrag vor dem Hotdog-Wettessen-Kampf am amerikanischen Unabhängigkeitstag. Es geht ja auch nicht anders. Am amerikanischen Unabhängigkeitstag, das amerikanischste der amerikanischen Sachen, der Hotdog, dass beim Hotdog-Wettessen der fetten Amerikaner ein kleiner Japaner gewinnt. Was soll das? Naja, jedenfalls hat er quasi Streit gehabt und wollte nach vielen, vielen Jahren den Vertrag nicht unterschreiben. Vielleicht wollte er mehr Geld, oder vielleicht wollte der Verband irgendwelche komischen Sachen. Aber jetzt wollte er dann doch dran teilnehmen, hat er einige Tage vorher gesagt. Aber zu spät, er durfte nicht mehr. Nun ja, Preisgeld sind übrigens nur 20.000 Dollar. Also ein Fußballspieler lacht da kurz auf, kurz ab, kurz sich ins Fäustchen und isst einen Hotdog. Chestnut, übrigens der Haselnuss heißt, hat und ist nicht schwarzbraun. Der hat nur 54 Hotdogs diesmal geschafft. Letztes Mal hat er 68 geschafft. Naja, der Japaner ist dann auf die Bühne gestürmt, und als er abgeführt werden sollte, hat er das Absperrungsgitter festgehalten und wurde wegen Widerstands gegen der Staatsanwaltschaft und Hausfriedensbruch verhaftet. Währenddessen gab es in Bayern einen Volksentscheid zum Nichtraucherschutz. Ich habe da keine Meinung zu. Allerdings, ja, die Vertreter des Nichtraucherschutzes haben gewonnen. Es gibt jetzt strengere Auflagen in Kneipen. Das Einzige, was ich daran allerdings interessant finde, ist, dass 61% der Leute, die gewählt haben, haben sich für den verstärkten Nichtraucherschutz, für die strengeren Regeln eingesetzt. 37,7% war die Wahlbeteiligung. Wenn man das jetzt mal umrechnet, dann sind das von allen Wahlberechtigten gerade mal 22,99%, die dafür abgestimmt haben. Also quasi ein Fünftel aller Wähler ist dafür. Das heißt, vier Fünftel aller Wähler ist es egal, oder sie sind dagegen. Das bedeutet, dass man mit Volksabstimmungen ziemlich viel erreichen kann und eventuell, je nach Taktik, wen man da hinkriegt zum Abstimmen oder nicht, auch quasi Minderheitenmeinungen durchsetzen kann. Und daher eine gefährliche Sache, aber noch gefährlicher ist es einfach, bei Wahlen nicht hinzugehen und stattdessen Hotdogs zu essen. Auf Wiedersehen.